Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute Linda. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wer aus Corona zurückkehrt, soll künftig nicht mehr so in Quarantäne wie bisher. Aktuell besteht die Pflicht, 4 Tage zu Hause zu bleiben, wenn kein Negativ vorliegt. Nun soll europaweit die Quarantänezeit auf bis zu 10 verkürzt werden. Das teilte Gesundheitsminister Spahn nach einer Konferenz mit seinen EU-Kollegen mit. Unklar ist noch, wer jetzt noch einen Sonnenstrahl erwischen will, kann das ab sofort auch wieder an der Ostsee ist in Mecklenburg-Vorpommern als willkommener Tagestourist. Noch eine Corona-Lolle im Reisesessel und auch europäisch soll sich etwas bewegen. Über die Verkürzung der EU-Gesundheitsminister heute beraten. Noch gelten auch hierzu 14 Tage Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten, wenn sie keinen Negativ haben. Zukünftig könnte die KK auf 10 Tage verkürzt werden. Das jedenfalls will Jens mit den Ländern regeln. Am Ende müssen wir abwägen, was die richtige Länge für den auch ist. Und insofern wird die Frage der 10-tägigen Quarantäne sicherlich auch über die Reiserückkehrer hinaus. Zu viel. Auch solche Kosten. Diskutiert wird aber auch eine Verkürzung der Isolationszeiten für an Covid-19-Erkrankte. Grundlage sind wissenschaftliche Erkenntnisse auch von Christian Drosten, dem Chefvirologen der Berliner Charité Benguerori-Feschmidt. Es geht darum. Aber die infektiöse Zeit beginnt 2 Tage vor Symptombeginn und endet, realistisch betrachtet, 4-5 Tage nach Symptombeginn. Und unter dieser Prämisse ist es fast müßig, diese Menschen zu sagen, 14 Tage zu Hause bleiben. Der SS-Politiker Lauterbach, von Hause aus auch Epidemiologe, plädiert prompt auch bei den Erkrankten für eine verkürzte Isolationszeit. Wenn man erkrankt ist, dann ist man erkrankt. Der Bundesgesundheitsminister winkt, weist darauf hin, dass ich sehe die Notwendigkeit, jetzt nach kurzer Zeit davon abzuweichen. Und auch das Spaß. Warnemünde. Der Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Kreml hat heute auch die Tour beschäftigt. Generalsekretär Scholz forderte, Moskau müsse einer internationalen Untersuchung zustimmen und uneingeschränkt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenarbeiten. Die hatte den 2 Stunden. Die Stimme der NATO zählt etwas. Wir stehen für etwas. Deshalb ist das schon wichtig, wenn die NATO so deutlich etwas verurteilt. Doch reicht eine scharfe Verurteilung? Die Frage nach zusätzlichen Sanktionen gegen Russland beschäftigt derzeit etwas. Seit dem Ukraine-Krieg 2014 ist diese Liste hier in der Liste. Einreiseverbote und Kontosperrungen für etwas. Einer davon etwa Herr Dmitri Rogozin, ehemals stellvertretender Ministerpräsident. Zudem gibt es Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden hat Trump auch gehen. Bei einem Besuch in Kenosha sprach er von einer Ursünde Amerikas, gegen die er angehen wolle. Die Stadt im Bundesstaat ist einer der Brennpunkte der landesweiten Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. US-Präsident Biden hatte die Stadt 2 Tage zuvor besucht. Er will alles besser machen als der Präsident. Trump-Herausforderer Trump besucht Kenosha. Die Stadt ist noch gezeichnet.